So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Einwendungen und die Einreden. Zunächst einmal zu den Arten. Es gibt die rechtshindernden Einwendungen, die rechtsvernichtenden Einwendungen und die Einreden, beziehungsweise die rechtshemmenden Einwendungen. Die rechtshindernden Einwendungen, die lassen den Anspruch nicht mal entstehen. Beispielsweise die Geschäftsunfähigkeit. Jemand, der geschäftsunfähig ist, der kann keine wirksame Willenserklärung abgeben und einen Vertrag, also einen Kaufpreisanspruch, Kaufpreiszahlungsanspruch aus einem Vertrag, der ist nicht mal entstanden, weil eben kein Vertrag geschlossen wurde. Dann rechtsvernichtende Einwendungen, die lassen einen bereits entstandenen Anspruch wieder erlöschen. Beispiel, ich gehe in die Bäckerei, kaufe mir drei Körnerbrötchen und bezahle damit 3 €. Zack, ich habe einen Kaufvertrag mit denen geschlossen. Der Verkäufer hatte auch einen Anspruch aus dem Kaufvertrag auf Kaufpreiszahlung gemäß Paragraph 433 Absatz 2, nämlich auf die 3 €. Aber ich habe halt diese 3 €, also diesen Anspruch, den er hatte, den habe ich wieder zum Erlöschen gebracht, weil ich erfüllt habe. Ich habe nach Paragraph 362 Absatz 1 die geschuldete Leistung habe ich bewirkt. Dementsprechend hat der Verkäufer nun keinen Anspruch mehr gegen mich. Und die rechtshemmenden Einwendungen, beziehungsweise die Einreden, da ist der Anspruch entstanden und auch nicht erloschen. Aber der Schuldner hat ein Leistungsverweigerungsrecht. Also, ja, beispielsweise die Verjährung. Wichtig ist immer im Hinterkopf zu behalten, die beiden Einwendungen werden von Amts wegen geprüft, also die rechtshindernden und die rechtsvernichtenden Einwendungen. Und die rechtshemmenden Einwendungen oder die Einreden. Die Einreden werden nämlich immer oder die müssen immer geltend gemacht werden. Das heißt, ich muss mich immer berufen, hey, ich leiste nicht, bevor du leistest. Das wäre eine Einrede nach Paragraph 320 BGB. Also darauf muss man sich berufen und geltend machen. Beispiele für rechtshindernde Einwendungen sind die Geschäftsunfähigkeit natürlich, also ich war betrunken beim Vertragsschluss, dann habe ich keine Willenserklärung abgegeben, dementsprechend ist kein Vertrag zustande gekommen, weil der aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, die Voraussetzung für einen Vertrag sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Wenn ich geschäftsunfähig war, kann ich keine Willenserklärung abgeben oder meine Willenserklärung ist besser gesagt nichtig. Nach Paragraph 105 Absatz 2 und dementsprechend keine zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, kein Vertrag, kein Anspruch ist entstanden. Dementsprechend war es eine oder ist das eine rechtshindernde Einwendung. Dann der Formmangel, Paragraph 125 Satz 1, ein Grundstücksvertrag, der ohne Notar geschlossen wurde. Dann der Mangel an Ernstlichkeit, also ich mache einen Witz, wo ich davon ausgehe, dass der andere den erkennt. Paragraph 134, Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot oder die Sittenwidrigkeit. Dann Beispiele für rechtsvernichtende Einwendungen. Das sind zum einen die Paragraphen 362 fortfolgende, also die Erfüllung, die Leistung an Erfüllung statt, die Hinterlegung, die Aufrechnung, der Erlassvertrag und so weiter. Dann man kann natürlich im Wege der Privatautonomie einen Aufhebungsvertrag schließen. Es gibt auch noch die Unmöglichkeit nach Paragraph 275 Absatz 1 und auch noch der Rücktritt. Der bringt nämlich das ursprüngliche Schuldverhältnis zum Erlöschen und begründet dann ein Rückgewährschuldverhältnis. Deswegen, das steht immer im Paragraph 346. So, und Beispiele für Einreden. Hier muss man erstmal zwischen zwei Arten von Einreden unterscheiden, nämlich einmal den dilatorischen Einreden und den peremptorischen Einreden. Und die dilatorische Einreden, das sind die zeitweiligen Einreden bzw. aufschiebenden Einreden. Also 273, Paragraph 320. Nehmen wir einfach mal Paragraph 320, der ist bei den gegenseitigen Verträgen relevant. Das heißt, ich habe einen Kaufvertrag geschlossen mit jemandem und ich sage aber, bevor du nicht lieferst, zahle ich dir auch das Geld nicht. Das ist die Einrede nach Paragraph 320 und wie gesagt, man muss sich darauf berufen. Und dann die peremptorischen Einreden, die sind dauerhafter Natur, also also wirtschaftlich betrachtet ist eine Einrede, also eine Verjährungseinrede beispielsweise, ist wie als wenn der Anspruch erloschen ist, weil man kann es halt nicht durchsetzen und wird es auch nie
durchsetzen können. Natürlich ein paar Ausnahmen, aber fangen wir mit der Verjährung an. Das ist die klassische Einrede, nämlich Wirkung der Verjährung in § 214. Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Aus dem Wortlaut kann man auch schließen, dass man hier sich auf diese Verjährung berufen muss. Dementsprechend bei Klausuren halt immer darauf gucken, ob sich darauf berufen wurde. Und dann prüft man dementsprechend die Einrede. Und die anderen Sachen muss man immer prüfen. Und ihr habt auch wahrscheinlich auch schon erkannt, man sieht es hier, die rechtshindernde Einwendung. Also es gibt ja immer diesen drei Prüfungsschritte. Einmal Anspruch entstanden, Anspruch erloschen und Anspruch durchsetzbar. Und das wird hier durch diese drei Arten der Einwendung wird das nochmal deutlich. Der Anspruch ist entstanden, wenn es keine rechtshindernden Einwendungen gab. Der Anspruch ist nicht erloschen, wenn es keine rechtsvernichtenden Einwendungen gab. Und der Anspruch ist durchsetzbar, wenn es keine rechtshemmenden Einwendungen gibt, auf die sich berufen wurde. Alles klar, das war auch schon das Video. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal.